Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge God of War. Servus und wir schauen mal, wo es heute weitergeht. Wir sind hier oben irgendwo. Und da unten ist, müsste der Bifrost sein, also wo wir zwischen den Welten hin und her kommen. Und da schauen wir doch mal, was uns jetzt erwartet. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn euch die Folge ein bisschen gefällt. Lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Ich würde mich sehr, sehr freuen, Leute. So, jetzt aber weiter. Hier runter mit dem Fahrstuhl. Ich glaube, unser Sohn hat sich auch wieder ein bisschen eingekriegt. So, wir müssen jetzt, glaube ich, nach Midgard zurück. Helheim wäre verfügbar. Midgard könnten wir gleich zurück. Svartalfheim nicht verfügbar. Asgard nicht verfügbar. Niflheim. Welt gesperrt. Weltenruine zu betreten. Dieser Welt fehlt. Okay, Weltenruine. Muspelheim. Wollen wir da mal hingehen? Da war ich glaube ich noch gar nicht. In diese Welt reisen. Das machen wir jetzt einfach mal. Mupselheim. Also komm. Warum hast du uns nicht gesagt, dass Baldur Freyas Sohn ist? Ist er. Ich bin jedes Mal erneut schockiert, obwohl ich es offensichtlich weiß. Aber wenn ich an Baldur und Freya denke, dann... Wie mir? Ja, Junge. Freya. Was meinst du? Kopf. Sag mir, was Baldurs Schwäche ist. Baldur ist unverwundbar gegen alle Bedrohungen, physische oder magische. Halt, was geschieht hier? Er ist verhext und darf nicht verraten, was er weiß. Bin ich das? Tatsächlich, genau so ist es. Ich frage mich, wie lange das schon so ist. Seit sie meinen Kopf wiederbelebt hat oder damals, als ich Baldurs Schwäche herausfand. Wie mir? Ja, Junge. Du sagtest, du kennst Baldurs Schwäche. Wirklich? Aber Baldur ist unverwundbar gegen alle darf es nicht sagen. Physische oder magische. Genug. Er darf es nicht sagen. Das bedeutet, es gibt einen Weg. Wenn er uns wieder Ärger macht, finden wir ihn heraus. Ist praktisch verhext und kann es nicht sagen. Okay, wir können nirgendwo hin, ist klar, wir waren hier noch nicht. Hier wird hier was Neues. Wir können auf jeden Fall Chaos, Klingenverbesserung, Clownbogenverbesserung verbessern. Chaos Klingen. Nee, warte mal, ich mach mal jetzt hier gar nichts. Ich will mal schauen, ob ich da nicht eine Rune reinsetzen kann. Und zwar. Vorher hatte ich doch. Wo war denn das? Da. Ich hab doch Feuer. Hier könnte ich doch noch was reinsetzen, oder? Genau, makelloses Element. Auge der Außenwelt. Genau, das setzen wir doch mal rein. Genau, jetzt haben wir da eben schon zwei Dinger drin. Sehr schön. Ah, das haben wir schon drin. Ein makelloses Element, oder? Abwehr 15. Wird uns auch noch mal ein bisschen, naja, nicht viel. Es bleibt sich gleich.
Aber hier oben können wir doch bestimmt was machen. Und zwar mit dem blauen hier. ...25% mehr Brandschaden. Und so sind wir auch schon Stufe 6. So, dann wollte ich die mal anlegen. Okay, dann geht es wieder runter, aber die können wir bestimmt verbessern. Gehen zu den Plätzen und hauen da mal das hier rein. So, so Stufe 6 und probieren es doch gleich mal ein bisschen zu verbessern, dass wir ein bisschen mehr Power haben. Rüsten wir dich aus. Und zwar, ja, okay, wir wollen bitte einmal... die Armrüstung verbessern. Damit sollten alle Körperteile dranbleiben. Zauberplätze 2. Und den Klauenbogen bitte einmal. Was soll sein, Jungchen? Man auf der weißt du schon, was du willst? Immer wieder gern. Und jetzt raus hier. Okay. Schauen wir mal, was uns hier erwartet im Mupselsheim. Welt des Feuers. Ganz schön heiß hier. Aber ist das Schnee? Asche. So fällt sie nur bei großen Feuern. Diese ganze Welt ist ein einziges Feuer. Der sieht Ursprung aus wie das Schiff eigentlich. Und auch der Sonne und Sterne, wenn man der Legende glaubt. Sollte man das? Das heißt, wie das Schiff nicht ich meine, wir sind hier. Wie unser Plateau. Nicht. Noch nicht. Naja, sie wird sich seit Urbeginn der Schöpfung stark abgekühlt haben, meint ihr nicht? Nibelheim ist ja heutzutage auch kein reines Eis mehr. Das ist die Natur der Dinge. Die Zeit mildert alle Extreme. Feuer kühlen ab, Männer werden alt und grau, Köpfe werden abgehackt und an Gürteln getragen. So ist das Leben. Wenn du meinst, Mimi... Gehen wir nochmal hier weiter. Sieht auf jeden Fall Endgame-mäßig aus hier, die Welt. Und es ist extrem dunkel. Ich hoffe, bei euch geht es einigermaßen. Ich habe die Aufnahme ein bisschen heller gestellt. Und ich muss sagen, ich habe auch schon lange nicht mehr so einen komischen Raben gesehen oder so. Ich glaube, ich habe schon so viel übersehen. Okay. Da haben wir einen Portpunkt. Und wir können Quests annehmen. Da hätte ich nicht anklicken müssen. Ah, wir haben schon mal einen Portpunkt. Sieh mal hier, noch eins. Der hier heißt Tutu. Ein Feuerriese. Der erste und ursprüngliche. Er macht ein Feuerschwert. Eine legendäre Waffe. Er kämpft gegen Thor und Odin. Aber ist das die Vergangenheit oder Zukunft? Womöglich eine Frage der Perspektive. So. Hitze ist verdammt hilfreich bei meiner Arbeit. Macht sogar den Raum selbst biegsamer. Zum Beispiel diese magischen Türen, die du so magst. Hier führen sie alle zueinander, ganz ohne Brocks zutun. Geh mal dort drüben hin und wecke sie auf. Du wirst sehen, durch Muspel zu reißen ist kinderleicht, solange du nicht gekocht hast. Okay. Wir können ja eigentlich nur zurückreisen. Und ich denke mal, das kann vielleicht die Welt sein, wo wir so komische Glut brauchen. Damit wir
so eine bestimmte Rüstung kaufen können. Mal schauen. Questmäßig haben wir, glaube ich, nichts hier. Vater, ich höre eine Stimme. Wieder ein Alp. Ich glaube nicht. Sie kommt von da oben. Ah, hier ist eine Kiste. Nehmen wir natürlich mit. Schwellende Glut, genau, Feuerwappen, genau die Dinge habe ich nämlich gesucht. Damit können wir nämlich Legendaries herstellen. Damit können wir Legendaries herstellen. Oh, wo sind wir hier? Die Stimme. Gleich hier um die Ecke. Sieht aus wie eine Art Arena oder so. Oh. Es ist ein großes Schwert. Es will wissen, ob wir bereit fürs Training sind. Okay, das ist eine Arena. Ich denke mal, hier geht's weiter. Aber wir müssen, glaube ich, erst kämpfen. Probieren wir doch mal. Schließe die Prüfung ab, um die nächste Arena freizuschalten. Drücken Sie X, um die Herausforderung anzunehmen, drücken Sie, um abzulehnen. Machen wir doch einfach mal. Gegner töten, bevor die Zeit abläuft. Okay. Das Tor ist zu. Mach dich bereit, Junge. Ja, Vater. Raupen, hinter dir! Kistchen. Können wir nicht wenigstens einmal Weihrauch finden? Nein. Der Geruch von Schwefel wird schnell langweilig. Geile Sache. Schwellende Glut. Sehr schön. Oh. Okay, das Tor zurück ist offen, aber das Tor ist noch nicht offen. Müssen wir noch eine machen? Dann machen wir noch eine. Die Prüfung von Mupselsheim. Es sagt, die Prüfung hat noch eine Stufe. Schwer, okay. Gegen einen kürzeren Zeitpunkt. Das bin ich. Okay. Noch mehr Glaubern?
Jetzt ist offen. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Das wird natürlich, glaube ich, immer schwerer werden. Damit wir natürlich irgendwann mal auch von dem Level her aufsteigen müssen, glaube ich, dass wir hier auch weiterkommen. Aber jetzt schauen wir doch mal, wo uns jetzt hier der Weg hinführt. Also, niemand lebt hier, oder? Nur ein Feuerriese könnte hier leben. Ich glaube, der Prophezeiung nach werden wir die erst zu Ragnarök wiedersehen. Dass hier wirklich nur Arenen gibt, so wie es aussieht. Dieses nichts anderes gegnermäßig. Ja, genau, da ist hier nichts Arena. Und wir haben wieder ein neues Tor gefunden. Mystische Tore 2 von 6, okay. Da ist noch ein Schwert. Das muss die nächste Prüfung sein. Und das einfach mal probieren. Gibt's gut Glut. Okay, wir müssen 5 Minuten überleben. Okay, 5 Minuten überleben. Da sind sie. Bereit. Überleben, 5 Minuten, okay.
Geil. Okay, das Tor ist wieder aufgegangen, aber wir wollen eins weiterkommen. Also machen wir nochmal eins. Oh. Es beginnt. Es geht los. Ich glaube, ich muss die finishen einfach nur. Oder muss ich ins Feuer reinhauen? Ich muss ihn ins Feuer reinhauen. Finishing.
Steuerin. Nein! Kommen wir denn hier noch? Lassen wir. Fertig. Boah.
Sehr schön. Dann würde ich sagen, schauen wir mal, ob wir so ein Portal finden. Da unten ist schon eins. Gut, dann würde ich sagen, Leute, machen wir doch jetzt an der Stelle einen Cut. Sind doch schon wieder 35 Minuten. Und wir werden dann in der nächsten Folge mal schauen. Vielleicht gehen wir nach Midgard zurück. Und vielleicht können wir irgendwas rüstungsmäßig machen. Das schauen wir dann noch in der nächsten Folge. Würde mich freuen, wenn ihr dran bleibt. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch ein bisschen Support da. Einen Daumen nach oben, Kommentar oder auch ein Abo. Würde mich alles sehr, sehr freuen. Gut, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Euer Andi.